Hey Leute, ich bin's wieder, euer Tarek. Heute möchte ich mit euch über den YouTuber Alter Ego LP sprechen, weil er, naja, ziemlich viel Scheiße gelabert hat in letzter Zeit und ja, fangen wir einfach mal an. Außerdem erkennt ihr schon daran, dass er lügt, dass sich seine Geschichten einfach nicht miteinander decken, die stimmen einfach nicht übereinander ein. Und genau das werde ich euch in diesem Video zeigen. Unser alter Ego, der nämlich auf Saphira gespielt hat, fängt jetzt wieder auf Ganta an. Mit der Begründung, er hätte Bock da drauf. Eigentlich hat unser alter Ego LP oder auch X-Viroles nur den Charboy 6794 samt Equipment abgezogen und baut sich deswegen hier neu auf, als neuer Lowstar bester PvPer. Fangen wir an mit den Skype-Verläufen. Um zu zeigen, dass sie echt sind, zeige ich euch als allererstes die E-Mails, die ich mit ihm über YouTube geschrieben habe, in denen er mir bestätigt, dass das sein Account ist. Wie ihr seht, sind die Nachrichten vom 27.04.2013, das heißt top aktuell. Und daher wird das auch immer noch sein aktueller Account sein, wenn dieses Video rauskommt. Am 24.04.2013 habe ich Alter Ego eine Freundschaftsanfrage geschickt, weil ich durch Pudding die Eddie sowieso schon hatte. Wie ihr seht, passt das mit der Eddie schon mal. Und jetzt schauen wir uns noch mal an, was wir geschrieben haben. Also das Gespräch fing eigentlich ganz normal an. Da hat er gefragt, wer ich bin. Da meinte ich halt Tarek. Dann habe ich gesagt, dass ich gehört habe, dass er wieder auf Ganta spielt und dass er direkt jemanden abgezockt hätte. Da meinte er, ja, seit wann er wohl Ganta spielen würde. Er spielt fest auf Saphira. Na, dann habe ich ihm erzählt, was er halt schon wusste, dass er irgendeinen Boy abgezockt hätte. Und dann kam von ihm, jeder kann bezeugen, dass er auf Saphira fest spielt und nirgendwo anders. Das sollte wohl ein Faker sein. Dann habe ich noch ein bisschen probiert, ihn vielleicht was zu entlocken, dass ich gesagt habe, dass der andere Beweise hätte und dass ich keine Ahnung habe, was da abgeht. Aber er hat mir versichert, er spielt nur auf Saphira und nicht auf Ganta. Dann habe ich ihm noch ein bisschen Müll erzählt, dass ich eine 55 DSS zur Stärke von Crit-Rack hätte, weil unser alter Ego ja eh nur Low-Chars spielt und total geil auf so ein Zeug ist. Und dann hat er auch schon den Anruf beendet. War schade, aber naja. Okay, ganze 2 Tage später war unser alter Ego dann aber schon wieder auf Ganta unterwegs mit seinem X-Viroles. Und was wir da so geschrieben haben, das zeige ich euch jetzt. Als erstes habe ich mich gewundert und ihn gefragt, ob er wieder wirklich auf Ganta spielt. Da meinte er natürlich, jopp. Hab ich gefragt, wie kommt's? Und dann meinte er, ja, er spielt die ganze Zeit Ganta, er war nur inaktiv mit Viroles und Saphira war so nebenbei. Wenn wir uns an den Skype-Verlauf von eben zurückerinnern, da hat er behauptet, er spielt nicht mehr auf Ganta und würde nur auf Saphira spielen, weil Saphira sein Hauptserver ist und jeder, der ihn kennt, kann das bezeugen. Natürlich wollte unser alter Ego dann als erstes mal wissen, wer ich bin, weil ich ihn ja nur mit einem Verkaufschar angesprochen habe. Nur um sicher zu gehen, dass ich auch mit dem richtigen schreibe, habe ich dann als erstes mal ihn mit seiner Skype-ID und seinem YouTube-Namen mit Fragezeichen dahinter angeschrieben, was sich dann auch bestätigt hat. Und ich habe ihn darauf angesprochen, dass er doch damals ein SS Plus 9 abgezogen hat, wovon ich noch den Skype-Verlauf hatte. Danach fing unser kleiner Ono dann erstmal schön das Beleidigen an, was er immer nur macht, wenn er weiß, dass er Unrecht hat und damit denkt, einen einschüchtern zu können, was total sinnlos ist. Auf meinen Versuchen, ihm zu erklären, dass ich doch kein Hater bin, sondern einfach nur was gegen Abzocker wie ihn habe, wusste er nur zu sagen, dass ich wohl eine Pfeife wäre und nicht mal sagen würde, wer mein Main ist. Außerdem hat er mich aufgefordert, ein Video zu machen mit Beweis. An dieser Stelle, hi Ono, hier ist das Video. Die Stelle, die jetzt kommt, fand ich besonders schön. Und zwar sagt er da ja, dass ich jetzt was machen soll und dass er gespannt drauf ist, weil er so oder so der Chef ist und ich seinen Ruf gar nicht versauen kann. Fazit, er hat Dreck am Stecken, aber er ist sich sicher, dass seine Fans so dumm sind, dass sie es eh nicht glauben, egal welche Beweise man ihnen vor die Nase hält. Ist schon mal eine gute Einstellung seinen Abonnenten gegenüber, finde ich. Ne?
Wer das genauso sieht, kann ihm ja einen Daumen hoch geben auf seinen Videos. Im Grunde war die Konversation damit auch schon zu Ende, da Ono Eno noch beleidigt hat und gar nicht weiter drauf eingehen wollte, weil er sich gar nicht richtig verteidigen konnte. Und ja, ich denke, ich mache mal weiter mit den Skype-Verläufen. So, auf dem Skype-Verlauf hier könnt ihr lesen, dass Alter Ego bzw. der Boss vorhatte, ein SS Plus 9 abzuziehen, sich vorher aber versichern wollte, dass nichts dabei passieren kann. Okay, am 25.04.2013 kam dann das neue Video von Alter Ego raus, auf dem er wieder groß ankündigt, dass er auf Ganta spielt. Welch ein Wunder, wenn man einen Level 90er Account plus Equipment klaut, hat man auch wieder was zu tauschen. Denn unser Alter Ego gibt ja kein Geld großartig für Mädchen aus. Er will mit möglichst wenig Aufwand möglichst viel erreichen und naja, wenn er dann einen abzocken muss, dann tut er das halt. Pudding war dann auch schon der Erste, der direkt nachdem er das mit dem Abzocken erfahren hat, unter ein Video von Alter Ego gepostet hat, dass Ego wohl bald wieder spielen würde auf Ganta, obwohl er ja immer nur versichert hat, dass er auf Saphira spielt. Aber wie gesagt, wenn man jemanden leer räumt, hat man ja wieder einen Grund, da anzufangen, ne? Natürlich wurde Puddings Kommentar sofort wieder gelöscht. Und als Antwort bekam er dann nur: Was laberst du für ein Müll? Ich hab kein Level 90er Char auf Ganta und auch kein abgezogen. Ich hab nur mein Level 54er, der eigentlich Level 55 ist. Aber wie jeder weiß, bist du Abzocker und 14 Jahre alt. Er ist wirklich 14 oder 15. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, Onur. Du Spasti bist selber erst 16 Jahre alt, Mann. Und holst solche Sachen raus gegenüber einem, der nur ein Jahr jünger ist als du. Also, wer ist jetzt echt behindert, Pudding oder du? Da Onur also langsam Schiss bekam, dass wir seinen Ruf kaputt machen, obwohl er der Chef ist und das eh keiner machen kann, hat er dann angefangen, damit erstmal Sicherheitsvorkehrungen zu treffen, und zwar, dass man alle Kommentare unter seinen Videos, die man postet, erstmal von ihm genehmigen lassen muss. Ich habe ihm halt gesagt, dass er den Kombi stehen lassen sollte, wenn er denn nichts zu befürchten hätte und auch nichts getan hat. Allerdings hat er den Kommentar ja nicht mal zugelassen und ich denke mal, das spricht für sich. So, was auch ganz schön ist, dass uns der Account Woll6794, seitdem er Alter Ego gehört und gesagt wird, dass er abzockt, permanent beleidigt. Ich finde es ziemlich auffällig, wie Boy6794 darauf ausrastet, dass ihm angeblich sein Account geklaut wurde, obwohl wir mit ihm da nicht wirklich drüber geschrieben haben in-game. Und ich verstehe nicht, warum der, dem eigentlich der Schaden zugefügt wurde, anstatt das zu klären, so einen Aufriss macht. Das ist für mich nur wieder ein Zeichen dafür, dass das Alter Ego ist. Vor allem, dass er wieder permanent nur mit irgendeiner Scheiße beleidigt. Und was ich besonders auffällig finde, ist, dass er wieder meint, Film ist und Latz hoch, weil genau das ja auch unser Alter Ego gesagt hat. Was ich noch lustig finde, ist, dass Pudding sagt, er hat das Gespräch aufgenommen und Alter Ego halt direkt darauf reagiert mit Lad es hoch, damit es alle sehen können. Und dass er am Ende nochmal schreibt, dass wir Hater sind. Warum sollte man Boy haten? Boy hat keinen guten YouTube-Account, er hat allgemein kein gutes Equip, der Typ hatte nur ein GPP-9, als er jetzt abgezockt wurde, und ein BSP und eine HMK-9, aber worauf soll man da neidisch sein, mein Gott? Und warum Hater? Erklärt's mir, wenn das nicht Alter Ego ist, der jeden als Hater beleidigt. Naja. So, das war's dann auch schon. Für mich steht einfach fest, Ono ist nur ein kleiner Abzocker und wer will, kann ihn feiern, und ansonsten könnt ihr ihm ja auch nochmal eure Meinung sagen oder postet eure Meinung unter das Video hier. Und falls euch noch was einfällt, was man zu ihm sagen kann, falls ihr weitere Screenshots oder sowas habt, könnt ihr mir die auch gerne schicken. Also, haut rein.